Nun schauen wir uns mal die verschiedenen angeblichen Treibhauseffekte an. Und da wird es jetzt interessant. Es gibt, wie gesagt, 14 Vorschläge, alle ein bisschen anders, teilweise sich widersprechend. Es gibt vier, die sind besonders interessant. Das Gärtner-Treibhauseffekt, der Treibhauseffekt nach Arrhenius. Arrhenius war ein weltberühmter Chemiker, der 1896 als einer der ersten sich so etwas wie eine CO2-Klimaabhängigkeit ausgedacht hat. Es war ein Ansatz, eine Hypothese. Das ist ja in Ordnung, dass man spekuliert, Ideen hat. Aber schon 1900 ist dieses von einem Herrn Angström widerlegt worden, was auch heutzutage kaum noch bekannt ist. Dann gibt es den Treibhauseffekt der Computerklimatologen und es gibt die modernen primitiv berechneten Treibhauseffekte, um vier große Klassen zu nennen. Schauen wir uns den ersten Treibhauseffekt an. Dieser Treibhauseffekt wird in Schulen, auf Schulseiten, in sogenannten Modellexperimenten sehr gerne vorgeführt. Nun, worum handelt es sich bei einem Gärtner-Treibhauseffekt? Es handelt sich um nichts anderes als eine Unterdrückung dieser Konvektion, dieser Wärmemitführung. Man braucht nämlich im Gärtner-Treibhaus nur ein Fenster zu öffnen und dann wird es wieder kälter. Inzwischen wird allgemein akzeptiert, selbst von den Klimatologen, dass dies nicht der atmosphärische CO2-Treibhauseffekt ist. Und obwohl das akzeptiert ist, obwohl man Kritik erntet, obwohl Professor Gerlich und ich Kritik ernten mussten, dass wir diesen Gärtner-Treibhauseffekt überhaupt noch erwähnen, es sei doch sowieso klar, dass das nichts zu tun hat mit dem klimatologischen Treibhauseffekt, wird auf der anderen Seite in unzähligen Propagandabroschüren und sogar auf Seiten von Max-Planck-Instituten der Gärtner-Treibhauseffekt wiederverwendet. Also das muss man sich mal vorstellen. Man wird kritisiert, dass man ganz alte Dinge hervorholt. Man wird kritisiert, dass man sagt, das ist falsch, den Gärtner-Treibhauseffekt als Treibhauseffekt-Analogon zu verwenden. Wird man kritisiert, aber die gleichen Leute benutzen ihn dann trotzdem noch, um ihre quasi religiöse Botschaft zu verbreiten. Und das ist schon eine Unverschämtheit. Die nächste Version ist der Treibhauseffekt nach Arrhenius, die historische Version. Arrhenius sagte, wenn man das CO2 aus der Atmosphäre entfernt, wäre die mittlere Bodentemperatur 0,5 Grad Celsius. Das hat damals der Arrhenius behauptet. Das hieße eben mehr CO2, höhere Temperatur. Arrhenius schätzt ab, dass CO2 etwa 18,7% der Bodenstrahlung absorbiert und verwendet das sogenannte Stefan-Boltzmann-Gesetz unzuverlässigerweise. Stefan-Boltzmann-Gesetz ist ein physikalisches Gesetz. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz kann man als Näherung für reale Strahler verwenden. Zum Beispiel, wenn ich eine Wolfram-Glühlampe habe, die glüht bei 3000 Grad, dann kann ich ganz gut die Strahlungsleistung einer solchen Glühlampe berechnen mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Es ist eine Konstruktion der theoretischen Physik und anwendbar auf glühende Metalle. Es ist aber nicht gut anwendbar auf Gase, auf transparente Gase, überhaupt nicht gut anwendbar. Auch zum Beispiel auf unseren Erdboden ist es nicht gut anwendbar. Entscheidend ist aber, dass Arrhenius dieses Gesetz noch falsch anwendet. Ein beliebter Fehler ist, dass man nicht sagt, ein Körper der Temperatur T strahlt so und so, sondern dass man sagt, ich habe eine bestimmte Strahlung, die ich beobachte, und dann schließe ich daraus aus die Temperatur. Das ist so ein Standardfehler der Klimatologen, dieses Gesetz unter Vertauschung von Ursache und Wirkung anzuwenden, was nicht zulässig ist. Und Arrhenius hat diese Fehler auch gemacht. Die Computerklimatologen sagen, wenn man die CO2-Konzentration in der Modellatmosphäre verdoppelt, erhält man mit Computersimulation eine Erhöhung der mittleren bodennahen Temperaturen. Und dann gab es je nach Veröffentlichung mal diese Bandbreite, mal diese Bandbreite. Nun ist es so, dass die globalen Computermodelle nicht auf physikalischen Grundlagen beruhen, weil bestimmte physikalische Prozesse wie zum Beispiel Reibung, wie Wärmeleitung, wie Turbulenz, sozusagen Strudeligkeit weggelassen sind. Und wenn man wichtige Sachen in Modellen weglässt, dann
ist es eben keine Wissenschaft mehr, dann ist es nur noch Illustration von Spekulation. Nächste. Die modernen primitiv berechneten Treibhauseffekte funktionieren so ähnlich wie die Argumentation von Herrn Arrhenius. Die mittlere bodennahe Lufttemperatur wäre minus 18 Grad, wenn man sich CO2 und/oder Wasserdampf und/oder die ganze Atmosphäre und die Ozeane wegdenkt. Verwendet wird die Strahlungsintensität der Sonne, die mittlere Einstrahlung, die Weisheit der Erde und die mittlere Temperatur der Erde. Und die mittlere Temperatur der Erde, die berechnet man aus der Strahlungsleistung, weil das aber ein Theoch-4-Gesetz ist, dreht man einfach die Formel um und zieht die vierte Wurzel aus der Strahlungsleistung, nachdem man vorher die Strahlungsleistung über die ganze Erde gemittelt hat. Und das ist physikalisch und mathematischer völliger Unsinn. Sie müssen sich das mal so vorstellen: Ihr Lehrer in der Schule, der mittelt nicht die Zensuren durchs arithmetische Mittel, um ihnen eine Note zu verpassen, sondern der nimmt die Quadrate der Zensuren oder die vierten Potenzen, zieht daraus die vierte Wurzel. Da kriegen Sie was ganz anderes raus. Das heißt, da wird mathematisch Unsinn fabriziert. Und es ist so, dass zum Beispiel diese berühmten minus 18 Grad ohne Treibhauseffekt, das ist eine fiktive Temperatur für die ganze Erde, die überhaupt keinen Sinn macht. Auch die in der globalen Klimatologie verwendeten Computersimulationen erklären nicht den Treibhauseffekt. Und das sind ja die Simulationen, auf die in den Nachrichten vor allem verwiesen wird. Es gibt zig verschiedene Klimamodelle. Es sind so vielleicht so 20 Klimamodelltypen, die jetzt an den Rechenzentren behandelt werden, größenordnungsmäßig. Es ist entscheidend, dass bei all diesen Computermodellen die verwendeten Gleichungen das betrachtete System, das atmosphärische System oder das atmosphärisch-ozeanische System prinzipiell unvollständig modellieren. Wobei die verwendeten Näherungen prinzipiell unzulässig sind. Es sind ganz bestimmte Sachen, sind nicht modellierbar. Und das hängt mit der mathematischen Struktur der Probleme zusammen. Sie können zum Beispiel Reibungs- oder Wärmeleitungsphänomene oder Turbulenzphänomene auf dem Computer nicht modellieren. Man muss ja Mittelwerte reingeben, weil man gar nicht alles genau messen kann. Und es gibt eben keine einfachen Formeln, die zukünftige Mittelwerte aus vergangenen Mittelwerte berechnen. Denken Sie wieder an die Schulklasse, um was Populäres zu sagen. Sie können nie aus dem Mittelwert einer Klausur den Mittelwert einer zukünftigen Klausur berechnen. Da gibt es einfach keine Formeln für. Bei den Computersimulationen des Globalklimas handelt es sich um nutzlose Spielereien auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist sozusagen das, was ich hier rein gewissens behaupten darf. Und es ist eben so, dass auch zugegeben wird, das von den Klimatologen. Die sprechen nämlich immer von Szenarien. Was sind Szenarien? Das sind Bühnenstücke. Was wäre, wenn Situation? Da ist der Fantasie, es ist keine Grenze gesetzt. In unserem Szenario haben wir das beobachtet und in diesem Szenario das. Und wenn wir das voraussetzen, das. Es ist nicht Wissenschaft. Es gibt also keinen Atmosphären-CO2-Treibhauseffekt, damit gibt es kein CO2-Problem.